Wann wird der Sterbequartalsvorschuss ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Also das Thema Witwen- und Witwerrente und Sterbequartalsvorschuss, Sterbegeld und so weiter lässt uns wirklich nicht los. Wir bekommen da fast täglich Anfragen, Telefonate. Immer wieder geht es um die Frage, wann kriege ich denn eigentlich als Ehegatte, als überlebender Ehegatte oder überlebender Ehepartner, Lebenspartner, diesen Sterbequartalsvorschuss ausgezahlt. Wenn der Ehepartner stirbt, habe ich unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf die kleine oder große Witwenrente. Die Anspruchsvoraussetzungen will ich jetzt mal nicht benennen. Dann sagt das Gesetz uns in diesen Fällen, dass ich die ersten 3 Kalendermonate nach dem Tode des Verstorbenen oder des Berechtigten, so heißt es eigentlich, die volle Witwenrente oder Witwerrente bekomme. Also sprich, die Rente in voller Höhe nach den Rentenanwartschaften des Verstorbenen. Und dazu gibt es dann noch ein paar andere Zuschläge wie Zurechnungszeit und so weiter. Das will ich mal nicht vertiefen. Das passiert in den ersten 3 Monaten. Nach dem 3. Monat, also mit Beginn des 4. Monats nach dem Tode, bekomme ich dann nur noch entweder in Höhe von 55% oder 60%. Das ist sozusagen die Ausgangslage. Viele von Ihnen, die in so einer vergleichbaren Situation waren, die brauchen ganz schnell Geld. Beerdigungskosten stehen an, andere Kosten stehen an, es müssen Rechnungen bezahlt werden und so weiter. Miete muss gezahlt werden, das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Und da stellt sich dann immer die Frage, woher bekomme ich jetzt ganz schnell Geld? Und dafür gibt es diesen sogenannten Sterbequartalsvorschuss. Ich muss mich schon wieder entschuldigen, weil ich gesagt habe, das sogenannte, das ist natürlich nicht richtig. Der Sterbequartalsvorschuss ist ein Rechtsbegriff und den finden Sie im § 7 Rentenserviceverordnung. Und der Sterbequartalsvorschuss ist nichts anderes, als dass die Nettorente des Verstorbenen, wenn der zum Zeitpunkt des Todes eine eigene Altersrente oder Erwerbsminderungsrente bezogen hat, 3-mal ausgezahlt wird. Also sprich, wenn ich eine Nettorente hatte, also wenn der Verstorbene eine Nettorente von 1.500 Euro hatte, bekommt der überlebende Ehegatte 3 mal 1.500 Euro ist gleich 4.500 Euro netto ausgezahlt. Voraussetzung für diese Vorschussleistung, und das müssen Sie bitte wissen, es ist eine Vorschussleistung, haben Sie immer nur dann, wenn der verstorbene Ehepartner selbst eine eigene Altersrente oder Erwerbsminderungsrente bezogen hat. Und Sie müssen innerhalb eines Kalendermonats nach dem Tod des Versicherten einen entsprechenden Antrag auf diesen Sterbequartalsvorschuss beim Postrentenservice oder bei der Deutschen Rentenversicherung oder einer anderen geeigneten Stelle schriftlich stellen, und zwar unter Vorlage des Sterbenachweises, also der Sterbeurkunde. Und wenn Sie das alles machen, bekommen Sie diesen Sterbequartalsvorschuss ausgezahlt. Und jetzt möchte ich noch mit einem Mythos aufräumen. Der Sterbequartalsvorschuss oder das Sterbequartalsgeld oder das Sterbevierteljahr ist Teil der Witwenrente. Er ist unteilbar mit der Witwenrente verbunden. Sie können nicht als Schwager, nicht als Neffe und sonstige Person hier irgendeinen Anspruch auf den Sterbequartalsvorschuss ableiten. Wir haben öfters mal solche Anfragen, da heißt es dann, ja, meine Schwiegermutter ist jetzt gestorben oder meine Mutter ist gestorben, die selbst eine Witwenrente bezogen hat. Kriege ich jetzt als Sohn oder als Tochter diesen Sterbequartalsvorschuss ausgezahlt? Nein, es bekommen grundsätzlich immer nur den Sterbequartalsvorschuss ausgezahlt die Witwe oder der Witwer. Das ist ganz klare, eindeutige Rechtslage. Und jetzt möchte ich mit dem nächsten Mythos aufräumen. Oft steht geschrieben, Sie müssen, wenn Sie den Sterbequartalsvorschuss beantragt haben und bekommen, nochmal zusätzlich einen eigenen Witwen- oder Witwerrentenantrag stellen. Auch das ist völliger Blödsinn. Im § 115 Absatz 2 Sozialgesetzbuch Nr. 6 Gesetzliches Rentenrecht steht geschrieben, wenn ich einen Antrag auf eine Vorschussleistung zur Witwenrente oder zur Witwerrente stelle, gilt das gleichzeitig als Antrag auf die Witwen- oder Witwerrente. Das heißt also, Sie müssen keinen gesonderten Rentenantrag dazu stellen.
Wenn Sie also einen Antrag auf diesen Sterbequartalsvorschuss beim Postrentenservice gestellt haben, schriftlich, gilt dieser Antrag gleichzeitig als Antrag für eine Witwen- oder Witwerrente. Der Sterbequartalsvorschuss ist eine Vorschussleistung und sie ist Teil der Witwenrente oder Witwerrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.